Ja, emotional natürlich was Besonderes, weil seit 66 Jahren, beziehungsweise nach Kuba der Gasfreiabkommen, 2 Jahre später, ist diese Verbindung das erste Mal ins Leben gerufen worden. Mich zogen, dass die ÖBB als Dienstleister diesen Zug besser werden bis heute mit dem besten Wagenmaterial, also Eurocity-Niveau und der besten Lok Europas von Innsbruck nach Lienz befördert oder bewegt. Und das Land hat es zusammengebracht, sukzessive die Kilometerleistung, die im Verkehrsdienstevertrag verankert ist, herauszulösen und diese Kilometerleistung im Zentralraum von Tirol zu verwenden. Das heißt, man hat die Osttiroler ihrer Kilometerleistung und ihres Direktzuges beraubt für eine Verbesserung der Kilometerleistung und Anbindung in Tirol selbst. Der Bus ist kein Ersatz für die Bahn. Das ist eine Rumpelkiste, eine echte Rumpelkiste. Das ist nur zum Speiben. Also, ich bin bei der Waggonreinigung da in Lienz. Bei uns betrifft das 2 Schichten, wo wir sehr viele Stunden verlieren und natürlich auch einkommensmäßig schaut es nicht gut aus mehr. Es ist so traurig, dass man Osttirol überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Das Osttirol, das ist so ein schwarzer Fleck auf der Landkarte und es ist so traurig. Ich habe früher müssen sehr viel Innsbruck fahren und ich kann mir vorstellen, die, was jetzt mit dem Bus fahren, weil da bin ich auch ein paar Mal gefahren, das ist eine einzige Horrorpartie. Weil ich möchte halt doch einen Zug haben nach Innsbruck und nicht einen Bus. Warum ist das so wichtig für Sie? Ja, weil ich mit dem Bus nicht fahren mag. Ich fahre öfter Innsbruck und bis in die Schweiz aus, ja, aber mit dem Bus mag ich nicht. Das ist ein Fiasko für Osttirol. Weil der bequeme Zug von den Grünen, die hätten es in der Hand gehabt, vor der Regierungsbildung gekappt worden ist. Deswegen will ich nie mehr Grün. Auf was stoßen Sie da heute an? Auf die Bürgermeisterin, dass sie sich so eingesetzt hat. Ja. Leider umsonst. Scheiße. Schade für alle, für die ganze Bevölkerung da ist nicht. Danke, dass ich da bin. Danke, Applaus. Also es ist eine totale Verschlechterung, weil ein Zug ganz einfach was anderes ist wie ein Bus. Und die neue Linie ist offensichtlich von der Schiene auf die Straße, wir sind für was anderes. Es ist vor allem für die Elternmenschen, für die Frauen mit Kindern, für beeinträchtigte Personen einfach ganz was anderes, ob mit dem Zug oder mit dem Bus zu fahren. Es bedeutet, wenn man in die Klinik hausen muss, erst einmal wird wahrscheinlich keine Fahrzeit eingehalten mit dem Omnibus im Winter oder zu Weihnachten, wo viel Betrieb ist. Und die Umwelt spielt auch eine Rolle. Und wenn man ein Gepäck hat als Älterer, kann man da vergessen, 2-mal umsteigen und so weiter. Ich kann nur sagen, Katastrophe. Eigentlich ist es traurig, von der Regierung so in Stich gelassen zu werden. Weil ich finde, dass es eine wichtige Verbindung zwischen Osttirol und Nordtirol war, wo wir sonst auch immer getrennt werden. Und somit, finde ich, war der Zug eine wichtige Verbindung zwischen den 2 Landesteilen. Ja, das kann man gar nicht beschreiben oder aussagen. Es ist einfach furchtbar. Das ist ein Rückschritt, was man da machen kann. In ganz Europa, Deutschland, alles geht auf Schiene und geht vom Bus weg und wir machen genau das Gegenteil. Ich muss Ihnen sagen, meine Großeltern, mein Opa war Jahrzehnte bei der Bahn, der dreht sich heute im Grab um. Leihnachteile. Also ich bin im Moment in der Berufsschule und ja, Wochenende draußen fahren und einer fahren, als Umwege umsteigen, also überhaupt uninteressant, grausig. Warum sind Sie ja da?
weil ich mit dem Zug jahrelang ein- und ausgefahren bin und ein kompletter Gegner für den Bus bin, weil ich unter anderem Wochenendpendler bin. Mir kann es aber passieren, dass ich mit dem Bus 4 Stunden oder 5 Stunden fahre und der Busfahrer wird nervös, wenn man jedes Mal sagt, ich muss aufs Klo oder ich muss irgendwo hin. Und das haben wir alle schon miterlebt. Also ich fahre zu lang die Strecke ein und aus. Also mein persönlicher Bezug zu diesem Direktzug ist vor allem noch aus meiner Studienzeit gegeben. Ich habe sehr oft diesen Zug von Franzensfeste aus genutzt, weil er am Brenner nicht diesen Lokwechsel braucht und deswegen nicht 20 Minuten am Brenner eben stillsteht. Also deswegen habe ich in meiner Studienzeit sehr oft diesen Zug genutzt, habe auch Verwandte in Osttirol und in Nordtirol, also weiß, wie wichtig dieser Zug für die Bevölkerung ist. Und wie gesagt, die Fahrgastzahlen belegen ja, dass er gut ausgebucht ist, dass die Bevölkerung diesen Zug benutzt. Und etwas, das gut funktioniert, das sollte man eigentlich ausbauen und nicht streichen.